Willkommen zurück zu Mass Effect. Hier ist wieder Oliver 3911 und ich gebe direkt in die Zwischensequenz. Dr. Chakwas, ich glaube, sie wacht auf. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ja, passt schon, ne? Dies passt schon. Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Naja, ist ja nicht so wild, oder? Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Williams und ich mussten sie zurücktragen. Aha, bin ich jetzt verletzt? Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Ach du Scheiße. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Na dann. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Juhu! Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Wer ist nochmal Jenkins? Was ist mit Williams? Diese geht, werden dafür büßen. Keine Ahnung. Wer ist Jenkins zum Teufel? Ist das der Typ von vorhin? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Ach so, der Typ. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Williams? Wer war Williams? Das war die Frau, glaube ich, auf dem Planeten, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Haben wir Gunnery Chief Williams auf Eden Prime zurückgelassen? Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Ja, das passt schon. Das passt schon. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Na gut, also was wollen Sie jetzt mit mir genau besprechen? Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ja, das sehe ich aber ganz genauso. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain, und ich hoffe, der Rat sieht es auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Zaren, diesen anderen Turianer. Zaren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Zaren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum hasst er denn die Menschen? Warum hasst er die Menschen? Hey, das habe ich gesagt. Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Zaren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Scheiße, ne? Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Ja klar, ich hatte eine Vision. Das glauben kurz die Leute mir auch. Bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Eine komische Vision. Da ging's bestimmt um Krieg. Künstliche Wesen. Vielleicht geht... Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Ja, ja, da gibt's bestimmt einiges zu erzählen. Was sollen wir Ihnen sagen, dass ich schlecht geträumt habe?
Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Das ist schlecht. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Das ist aber gar nicht nett von dem, das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Hey, das da oben wollte ich. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite. Das ist aber nicht schlecht. Aber da bin ich vollkommen dafür. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Und das muss ich sagen, finde ich an Mass Effect so schön. Halt nicht diese Kampfeinlagen und sowas, die sind alle ganz nett, die Kampfeinlagen. Aber ich finde die Gespräche und halt das Erkunden der Welt, das finde ich halt um einiges besser. Und jetzt können wir hier auch so ein bisschen frei in der Normandie rumrennen. Bringt uns aber im Augenblick nicht viel, das werden wir später auch noch genügend Zeit für haben. Ja. Jetzt müssen wir erstmal zu Joker hoch. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Jo, sehe ich auch so. Commander, es freut mich zu sehen, dass Sie in Ordnung sind. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Gut, dass zumindest Sie wohlauf sind. Ja. Da habe ich gerade echt keine Lust drauf. Ich muss mit Joker sprechen. Alles klar, Commander. Da vorne ist noch ein blaues Pünktchen. Das könnte dann der andere Verbündete sein. Das könnte das Vibe oder sowas sein, oder? Ich weiß es nicht. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht. Sag ich ja. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Ja. Es ist nicht schön, sowas. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Was hast denn du damit zu tun? Der ist vor dir gestorben. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandie zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen. Jo. Ich muss mit Joker sprechen. Leben Sie wohl, Commander. Also die weiß, wer Joker ist. Hallo, die ist ja seit 5 Minuten auf dem Schiff. Oder wie lange wir auch immer ohnmächtig waren. Naja, okay. Wir haben es jetzt schon zweimal gesagt, wir müssen mit Joker reden. Also irgendwo hier gab es doch einen Fahrstuhl, oder? Ja, wusste ich ja. So, los, lass mich durch. So, Fahrstuhl. Wunderbar. Fahrstuhl. Ladebalken. Wieso fahre ich jetzt nach unten? Scheiße, jetzt fahre ich nach unten. Aber ich muss nach oben. Soweit kenne ich mich in der Normandie noch aus. Scheiße, wir hätten vermutlich die Treppe nehmen sollen. Da! Ich bin das aus dem zweiten Teil noch so gewöhnt, dass es da einen zentralen Fahrstuhl in der Normandie gab und mit dem konnte man halt nach oben und unten fahren. Aber ich glaube, dieser Fahrstuhl hier, der fährt nur nach unten. Es sei denn, wir sind schon unten, dann fährt er nach oben. Dann fahren wir nach oben nochmal. Hey, komm, fahr mich nach oben, du dämliches Fahrstuhlding. Tja, Leute, da müssen wir durch. Fahrstuhlfahrten sind nicht schön, aber sie müssen sein. Währenddessen können wir uns mal ganz kurz hier den Charakter angucken. Hier, den haben wir ja im Livestream erstellt. Liebe Laura. Sieht nicht aus wie Laura, aber ist auch egal. Wenigstens mit dem Namen kann ich leben. Laura Shepard. Klingt irgendwie gut. Hat was. Und ich wollte eigentlich in diesem Part noch zu Joker kommen. Meine Fresse, Leute. Das wird nichts mehr. Das sehe ich jetzt schon. Das wird nichts mehr. Lasst mich einfach durch. Oh yeah. Ja, hier gibt's Treppen. Das Schiff ist halt so ein altes, ne? Das hat noch altmodische Treppen. Mach die Tür auf. Machst du die Tür auf? Okay, wir sind oben. Ja, hier haben wir geile Sternkarte. Die können wir später auch noch mit interagieren. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon mit interagieren können. Ist auch egal. Und Joker sitzt ja da vorne rum. Hier haben wir einen Ausgang. Ja, da können wir das Schiff drüber verlassen. Ist natürlich doof, solange wie man innerhalb des Alls ist, sollte man das nicht tun. Und hier ist die ganze Schiffssteuerung. Also das ist schon ein cooles Schiff, muss ich sagen. Haufen Technik und so ein Scheiß. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Na dann mal los. Auf geht's, auf zur Zitadelle. Ist übrigens so ein riesiges außerirdisches Raumschiff. Und mit riesig meine ich fett riesig. Sozusagen der zentrale Punkt in der Galaxie. Seht ihr das da immer an, das ist wirklich fett riesig, also.
Da könnte sich die ISS mal ein Stück von abschneiden. Schönes Schiff. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Gott sei Dank. Zitadellkontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Ganz toll. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Docker. Aber auch unser Schiff ist nicht gerade ohne. Also das ist auch schon ein fettes Schiff, unseres. Die kleine Normandy ist schon fett. Hat auch ein richtig schönes Design, muss ich mal sagen, also für so ein Traumschiff. Ja, und jetzt sind wir auf der Citadel. Im Prinzip meine Lieblingsraumstation, Alter. Die ist nämlich einfach nur cool. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Super. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrats... Hey, der ist ein Verräter! Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht Ihre. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Mei, immer diese Politiker. Und genau darum hasse ich diese Politiker. Ja, stimme ich zu. Da stimme ich vollkommen zu, liebes Vibe. Ja, wichtige Standorte werden auf der Karte eingetragen, aktive Missionen können, Schlüssel, bla bla bla, okay, ja, gut, soweit habe ich das noch im Kopf. Wir können jetzt also auf die Karte gucken, dort haben wir wichtige Punkte und sowas, alles eingetragen. Im Augenblick sollen wir dort vorne hin, das machen wir auch nachher noch und ansonsten, ja, ich zoome mal ein Stück raus, nicht rein. Achso, ich kann gar nicht weiter rauszoomen. Ja, es ist relativ übersichtlich hier, das Ganze. Ja, ansonsten könnten wir hier noch im Squad gucken. Wir können unsere Squads und sowas aufleveln. In dem Fall, oh, wir haben gerade 12 Levelpunkte, weil wir schon 4 Level aufgestiegen sind. Dann werden wir hier gleich mal ein bisschen aufleveln. Wie mache ich das nochmal? Automatischer Stufenaufstieg habe ich... erhöhter Pistolenschaden und Präzision reduziert die Möglichkeit von Überhitzung. Ja, sehe ich. Ich mache einfach automatisch. Fertiges. Dämpfung, wunderbar. Bionik, passt schon. Und so weiter und so fort. Ja, passt schon, okay. Gut, den Rest machen wir irgendwann später. Das Squad macht ja automatisch Levelaufstiege, ne? Das habe ich ja so festgestellt. Jo, okay, gut. Dann gehen wir hier zurück. Haben wir das abgearbeitet. Im Tagebuch haben wir unsere aktuellen Missionen. Die blinken dann hier so. Wir sehen jetzt zum Beispiel, wir müssen noch zum Turm. Dann haben wir noch Aufträge. Das sind Nebenmissionen und ja, im Prinzip die Nebenquests. Der Codec enthält im Prinzip nur Informationen über sämtliche Außerirdische und so ein Scheiß. Das können wir jetzt erstmal alles als gelesen markieren, weil das interessiert eh keinen Menschen. Also mich interessiert es nicht. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt einfach mal ein Save,
Save speichern. So, neuer Save-Stand, jawohl. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Mass Effect. Also Leute, ich bin euer 3911 und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.